Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox ein Traktor-Pulling-Pack vor. Ja, mal was ganz, ganz Neues. Dieses Traktor-Pulling-Pack wird zur Verfügung gestellt von Dominik und der oder die Modder schreiben ihre eigene Mod-Beschreibung, dass dieses Pack für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch für unsere Freunde der Konsolen, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können uns am Mod herunterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Mod-Vorschlag gefallen, würden wir uns immer sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, gerne mal in die Kommentare schreibt. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr euch den neuen Seasons Pass 2 gönnen möchtet, unterhalb des Videos ist ein Link, den könnt ihr nutzen. Kostet nicht mehr, nicht weniger. Ihr unterstützt lediglich damit den Entwickler und McManus. Genauso wie alle anderen Links, die da drunter stehen, wenn ihr euch das Expansion DLC noch kaufen möchtet. Nehmt die Links, tut den beiden was Gutes. Würden wir uns sehr darüber freuen. Es kostet nicht mehr, nicht weniger. Wasser. Ja, was ist das für ein Pack? Ihr kennt Traktor-Pulling, also viele von euch kennen das. Ich weiß, weil aus meiner ehemaligen Heimat, Nähe Fischdorf, gibt es ein großes Traktor-Pulling. Bei uns im Team, der liebe Alexander, der ist sogar, glaube ich, deutscher Meister geworden dieses Jahr mit seinem Team. Also ist er in einem Team. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das war so. Und Traktor-Pulling ist ja eigentlich, ihr habt hinten diesen Gewichtsschlitten. Das heißt, während der Fahrt geht dieses Gewicht nach vorne und sorgt natürlich dafür, dass dieses Gefährt hier vorne mehr Kraft aufwenden muss, um das Ganze zu ziehen. Dann gibt es eine Full-Pull-Linie, die eigentlich da hinten irgendwo sein sollte. Und sobald er drüber fährt, hat er quasi das Maximum erreicht. Dann wird die Zeit genommen. Sollte dieses Ding sich vorher irgendwo im Boden vergraben und er kommt nicht mehr weiter, dann wird natürlich die Distanz gemessen. Und anhand dessen wird dann halt die Wertungen für die Läufe quasi gemacht. So, jetzt gehört zu diesem Pack einmal dieser Gewichtsschlitten. Dann habt ihr eine mobile Tribüne, das eigentlich sehr witzig ist. Ihr könnt einen Traktor nehmen. Ich zeige es euch auch im Shop, logischerweise. Könnt ihr kaufen und könnt ihr dann so anhängen und quasi zu jedem Standort hinbringen, wo ihr hin möchtet. Sehr, sehr witzig. Und was cool an der Tribüne ist, ihr könnt da einsteigen. Achtung. Ja. Das heißt, mit dem Kubota DLC habt ihr wahrscheinlich mehrere Plätze hier und könnt ihr quasi dann wirklich mit, wenn ihr mit 16 am Server seid, vielleicht sogar voll machen. Während ein oder zwei hier rumkaspern, könnt ihr auf jeden Fall hier das ganze Schauspiel begucken. Dann gibt es noch, ich steige da mal ein, ich glaube eher, das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, das hat was Dekoratives, beziehungsweise vielleicht sowas zum so Spielerisches, weil um diese Strecken zu präparieren, müssen ja natürlich auch, und auch Fairness halber, ja, die Spuren weggemacht werden, falls das Ding sich eingräbt, muss sie begradigt werden, und dann ist, das ist nur so eine Art, ja, wie soll ich sagen? Ne, ihr seht, er sprüht vorne Feuchtigkeit raus und hinten macht er dann quasi die Reifenspuren weg. Dann präpariert er quasi im Endeffekt, zumindest sollte es so sein, präpariert er wieder diese Rennstrecke, also diese Strecke, wo die Jungs dann hier anfangen, quasi mit ihren Traktoren drüber zu fahren. Ihr seht, der Verbrauch beim Flüssigdünger ist sehr, sehr gering. Also vielleicht sogar eine Alternative, wenn ihr ein bisschen beim LS ein bisschen schummeln wollt. Zwar keine Arbeitsbreite, aber ihr seht, Gefühl verbraucht ihr hier gar nicht mit dem Feld. Ja, aber so könnt ihr quasi rein theoretisch wieder die Spur herrichten, das heißt die Fahrspuren wegmachen, das Ganze begradigen. Ne, ihr seht es, er macht es wirklich gut. Zack, Fahrspuren weg. Ne, also ganz witzige Geschichte. Haben wir an alles gedacht. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt kommt natürlich das Entscheidendste, wie das hier funktioniert. Erstmal gehen wir im Shop. Gucken unter DLCs und Mod und hier haben wir jetzt Traktor Pulling. Dann haben wir einmal den Zugschlitten für 6000 Euro. Ihr könnt die Gewichte könnt ihr quasi da reinsetzen, je nachdem, was für Leistungsklassen ihr fahren möchtet. Wenn ihr jetzt einen Quadtrakt nimmt, müsst ihr es natürlich voll machen. Wenn ihr natürlich jetzt mit dem Fendt 500 anfangen wollt, dann lasst ihr halt wenig drin, weil die das nicht ziehen können. Bei Marke könnt ihr quasi hier an den Seiten euch die jeweiligen Sachen aussuchen, was euch am liebsten ist. Schutz habt ihr hier quasi vor der Kabine. Der Klappmechanismus, mittlere Geschwindigkeit, langsame Geschwindigkeit, Standard. Ich gehe davon aus, dass es hier nach vorne geht. Das ist dann halt dort dem schneller oder weniger. Dann die Hartfarbe. Das sind hier unten die Reifen. Da habt ihr das Chassis. Die Kotflügel machen wir gelb. Die Kabine machen wir blau. Den Führungsschlitten, nein, nicht gelb, machen wir auch orange. Und die Felgenfarbe ist eindeutig. Das heißt, wenn ihr das Ding wild durchkonfiguriert, kommt halt nichts dazu, sondern bleibt bei 6000, habt ihr quasi einen Zugschlitten. So, diese Reifenwalze kostet 500, der Rennstreckengraber, Grader kostet 1500 und die Tribüne kostet halt 1000. Ne? Und hier gehen
Flüssigkeiten rein. Ihr seht Wasser, ne, das, um das Gewicht herzustellen. Ich habe das mit Gerest nämlich voll gemacht. So, jetzt steigen wir mal ein. Ich mache jetzt mal gar nichts, lasse einfach mal fahren, dann seht ihr das mal. Ne, passiert gar nichts. Also der Quadrat schafft maximal 40 km/h. Ihr seht, da passiert nichts. Ihr werdet ja fast überholt von der Zugkraft von dem Ding. Ne, also er kommt halt nahe an die 40 km/h ran. Und also 40. Genau, sehr gut. 40 würde er schaffen, 30 hat er jetzt, also habt ihr gesehen, im Schnitt 30, wenn dann der Zug kam, von hinten wurde es ein bisschen weniger, hat er geschafft. So, jetzt drehen wir das Ganze mal hin und schalten das Ganze mal ein und dann seht ihr, ihr müsst ein bisschen reagieren, weil ihr könnt das, also vorne aus dem Quadra könnt ihr das natürlich steuern. So, die Kette muss dann so liegen. Steigen wir hier ein, ihr seht, ankuppeln. So, jetzt können wir sagen, Fahrzeug aufklappen. Dann seht ihr, dann geht's los. Abdeckung öffnen, genau, Abdeckung öffnen, seht ihr, dann gehen die Reifen, dann legt er sich auf den Boden. So, dann gibt es hier noch Fahrzeug Rohr ausfahren, aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht, also ihr seht, es ist halt nicht so, aber es ist für LKW-Transport. Okay, wenn ihr mit dem LKW transportieren wollt, ne, müsst ihr so machen. So, jetzt schalten wir das Ganze mal mit A und fahren mal los über Tempomat. Und ihr seht jetzt schon, der Quadra kommt schon ans Kämpfen. Und ich fahre jetzt durch Tempomat, seht ihr, ist voll eingeschaltet bei 40 km/h und ihr seht jetzt so allmählich bei 12 km/h ist dann wirklich Maximum erreicht. Und da muss man schon wirklich kämpfen. Klar habe ich jetzt das größte motorisierte Gerät genommen, ist ja klar. Aber wir können ja Spaß haben, wenn es euch mal interessiert, nehmen wir mal den kleinen Fendt hier. Der ist nicht, da ist nichts konfiguriert, das ist aber standard ausgeliehen, ich weiß ja nicht, wie viel PS jetzt hat. Ist aber das, das ist einfach nur ausgewählt. Das ist nichts, keine Motorleistung, nichts dran. Und da seht ihr schon, doch sind wir immer gar nichts. Wir lassen uns mal nach hinten laufen. Also ihr seht, ist noch eine Realistik ist schon mit dabei und dementsprechend okay, auch wenn es ganz hinten ist, dann wird es schon nichts mehr. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, da ist Realistik hinter und das Ganze funktioniert halt dementsprechend. Ich meine, wir können ja auch gerne, wenn ihr wollt, nehmen wir mal einen mittelgroßen Traktor hinten und nehmen wir einen Großtraktor hier, den Fendt 930 Vario. Gucken, ob er das Ganze gestemmt kriegt. Aber so müsst ihr natürlich mit den Gewichtsklassen so ein bisschen aufpassen, dass ihr da auch richtig liegt, weil sonst funktioniert das gar nicht. Und auch er hat hier arg zu kämpfen. Und wenn ich jetzt das einschalte, dann ist gleich wahrscheinlich eh Schluss. So, ihr seht, es funktioniert und es ist ein Mordspaß. Ihr müsst euch nur austangieren, welche Traktoren zu welchem Gewicht passen, damit es halt nicht so ist, dass ihr gar nicht vom Start wegkommt. Aber ich finde mal was Witziges nebenbei, mal was anderes als immer nur Produktion und so weiter, mal auch so ein kleines Feature. Vielleicht hat es bei uns nicht Einzug in irgendeiner unserer Projekte, wäre natürlich cool. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, Däumchen unterlassen, Glocke aktivieren, Glocke aktivieren, Kommentar ganz wichtig und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.